So, willkommen zu meinem Adi. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Ich hatte ja Geburtstag, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die gratuliert haben, an mich gedacht haben. Nicht, dass es heißt, ich habe doch gar nicht Danke gesagt. Ich habe mittlerweile auch alle Kommentare durchgeguckt, habe da überall mal ein Herz dran gemacht, wenn ich es gelesen habe. Bei manchen auch mal zurückgeschrieben, wenn es ein bisschen persönlicher war. Aber ich habe ja auch Geschenke bekommen, das wisst ihr ja gar nicht. Ich habe noch 3 Pakete im Flur stehen und die möchte ich jetzt aufmachen. Ich muss jetzt 3 Unboxings machen, hintereinander. Mit dem ersten fangen wir an und das ist diese Katze. Das ist der Adi, der wurde mir geschickt von Pupsi. Aber das ist schon ein bisschen länger her, der zählt nicht zum Geburtstag. Weil wir haben hier ein Paket vom Flexmann. Flexmann 09 hat dieses Paket geschickt. Das ist ein Amazon-Karton. Was denn, hast du keinen Platz mehr? Der ist schön mit Klebestreifen zugetackert. Wir machen den jetzt mal als erstes auf. So. Das andere dürfte, glaube ich, einmal was von Genaya sein, einmal was vom Hannesdorf. Pupsi hatte mir auch etliches geschenkt und aufgebaut. Das hätte ich ja eigentlich auch mal zeigen können. Mal vorstellen, was das alles ist. Man sieht das zwar in einem Vlog, in einem Video kurz angerissen, aber so richtig habe ich es mir selbst auch erst danach angeguckt. So. Adi, was ist denn? Der Adi ist so ein richtiger Penner, ne? Penner. So, jetzt haben wir hier erstmal einen gelben Zettel. Da steht: Hallo Ramon. So, habe mich mal bei uns über die Grenze begeben und eine Auswahl an Bieren aus NL für dich besorgt, also aus den Niederlanden. Es sind zwar nur kleine Flaschen, aber dafür haben sie ordentlich voll, also Prozente. Zum Testen oder Trinken bei Chill mit Ramses, Gruß Flexmann. Guck dir das an. Jetzt weiß ich immer nicht, es ist immer so ein Ding. Ich kriege auf Bier geschickt. Wenn das jetzt natürlich alles niederländische Biere sind, dann würde sich das ja richtig für ein Video als Biertasting anbieten. Da brauche ich aber wieder einen Tag-Team-Partner, so wie Hannes zum Beispiel, der immer so Biertastings mit mir macht, dass wir da, sagen wir mal, 10 Flaschen haben, schenken uns ein, probieren das, das nächste schenken ein. Das, sowas eignet sich ja für ein Biertasting. Am Montag versuche ich ja immer 2 Biere, die gleich sind, zu nehmen. Und wenn das 10 unterschiedliche wären als Beispiel, wäre das ja am Montag komisch. Dann habe ich immer 2 verschiedene. Und am Montag kannst du das einfach nicht so tasten und so vorstellen. Am Montag nehme ich gerne mein 500 Dosenbier einfach als 2 Stück. Oder auch die Kölsch-Biere von Genaya, denn die haben wir schon mal im Kölsch-Tasting getestet. Und immer wenn sie wieder welche schickt, muss ich ja nicht erneut ein Kölsch-Tasting machen. Da kann man das Kölsch für den Chillstream nehmen, wenn man kein Bier hat. Aber niederländische Biere schreien eigentlich direkt schon danach, dass man da ein extra Video dazu macht und die dort vorstellt. So, Adi, ich tu das mal hier auf dich drauf. Das kennst du ja, das mache ich ja eigentlich immer. Das ist auch nicht schwer. Da brauchst du auch nicht so zu gucken. Und jetzt haben wir schon hier das erste Fläschchen. Das packen wir mal aus. Und da steht drauf, Marke Emmericher Portokerl Bier Doppel. Mit 8% sind das alles so kleine Flaschen. Diese bauchigen, ich kenne ja 033 so, aber diese bauchigen, die sind auch sehr speziell. Das hat auf jeden Fall ein fetziges Etikett. Hier geht die Sonne auf, guck dir das an. Da steht der Flexmann schon mit seiner Mütze und freut sich auf den Tag. Das sieht gut aus. Portokerl Bier Double. Marke Emmericher. Das erinnert mich wieder an die Zeit, wo es den Bier-Adventskalender gab. Und du immer beim Bier-Adventskalender jeden Tag dein Türchen aufgemacht hast, das Etikett bewertet hast. Das Türchen auf, das Etikett, den Schaum, sonst was. Da war ich auch immer ganz, ganz gespannt, was mich da erwartet. Das sieht auf jeden Fall richtig edel aus. Das sieht aus wie eine Flasche Balsamico-Essig, Dressing. Herzog Jan? Heißt der Jan? Grand Prestige.
Rest kann ich nicht lesen, weil das komisch ist. Das ist 2022, ne? Neue Gärung. Wit lifte vor Bier, ne? Ich glaube, wir leben fürs Bier. Das hat 10%. Ist richtig schwarz, richtig goldig. Guckt euch die Schrift an. Jetzt sieht es aus wie ein Deo-Spray. Grand Prestige. Sieht auf jeden Fall auch richtig stark aus. Hannes, ich glaube, das nächste Bier-Tasting, ne? Ich glaube, Hannes wollte ja vielleicht zum SummerSlam vorbeikommen. Wenn er das macht, würde ich sagen, können wir auch wieder ein Bier-Tasting machen. Denn nicht nur, dass das holländische Biere sind, es sind auch noch Starkbiere zum Teil. Zombabock Kristallheldere. Kristallheldere Zombabock von Krolsch. Sind 16,15. Das ist bisher, glaube ich, das schlechteste Etikett. Das sieht halt aus wie so eine billige Limo oder irgendwas, keine Ahnung. So ein bisschen schön, dass du hier den Weizen, die Gerste, den Hopfen, irgendwas hast du da oben, aber weiß ich nicht, dieses Farbspiel von Gelb zu Blau, Zombabock, sieht jetzt nicht so krass aus. Hat aber, wo steht's, 6,4%. Vielleicht überzeugt das aber trotzdem durch seinen Geschmack. Das eine ist mir zu penibel, zu hochtrabend, das andere zu billig. Mir gefällt bis jetzt immer noch am besten einfach das mit dem Flexmann drauf. Das ist stylisch, das ist einfach nicht zu überladen. Das ist ein Papier, ne? Ein Papier vom Bier. So, dann haben wir, was sind ja gleich drei Stück drin. Wir haben schon drei, das sind nochmal drei, das sind also mindestens sechs. Wir haben biologisches Produkt von Het Jahr 2021, Anno 1825, Gülpener. Der Güllepenner unter den Bieren, jetzt neu mit diesem grünen Etikett. Gülpener Sterkrogge Triple Bio, fruitig licht pikant Bier von Lokale Orevia Fekran, ne? Das ist Felix Hund Jens, das ist Bio Boyer. Das heißt nicht Bauer, das heißt Boyer. Das ist der Bio Boy, der Felix. Das hat insgesamt auch 8,5%. Das ist halt das heftige Bio-Bier, deswegen sieht das alles so grün aus. Aber diese goldene Schrift, Gülpener, kann sich trotzdem sehen lassen. Gefällt mir immer noch besser als das davor. Dann haben wir Texels Triple. Da können wir gleich vom Krachtig Blond Bier. Krachtig Blond Bier, Texels Spezialbier Triple. Mit 8% auch, ne 8,5% steht ja hier. Das sieht gut aus, das sieht aus wie wirklich so ein Stadtwappen. Texas, Arizona. Ihr habt hier so die, da ist ein Leuchtturm. Hier fliegen die Vögel, die Geier fliegen über das Land. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich sehe schon, das ist richtig trüb. Also da bin ich gespannt, was das kann, was da drin ist, wie das schmeckt. Dann haben wir hier noch ein Spezialbier, Dorstribble, krudig in Vollne, auch mit 8,5%. Jetzt kommen wir zur Ketchupflasche, zur Curry-Ketchupflasche, oldschool. 8,5% Dorstribble mit dem Mönch. Und der Mönch, ich dachte erst, es ist ein Weinglas, aber er hält den Bierkrug, wo der Schaum rausfliegt. Das sieht doch gut aus. Kruidig in voll. Joa, was kannst du sonst noch sagen? Du kannst halt nichts lesen. Lesen ist halt nicht für mich. Das waren die Biere. Das ist sehr gut. Die auf jeden Fall. Also bei Chill mit Ramses einfach sagen, ja, wir werden heute gesponsert von Dorst Triple und dann sieht man das gar nicht richtig in der Belichtung. Und oh, jetzt haue ich mir noch das Texels rein. Ich glaube, das wäre eine Verschwendung. Das wäre nichts. Die müssen schon wirklich gezeigt werden in einem Video mit zwei Fachmännern getastet. Also, wer Bock hat, schreibt es in die Kommentare, wer das mit mir tasten möchte. Wenn nicht, Hannes, du bist eingeladen. Hannes, du bist der Nächste, von dem ich weiß, der irgendwann mal hierher kommen möchte. Und Hannes, du bist der Hannes. Und deswegen, Hannes ist der Partner immer für alles. Ich glaube, Scheinux hat auch was geschrieben gehabt, dass er irgendwie, da muss ich mir mal gucken, wo der, er wollte auch mal irgendwie ein paar Biers mitbringen oder mal ein Tasting machen.
Ansonsten Dankeschön an Flexmann, das ist auf jeden Fall sehr cool. Sehr coole Flaschen, sehr coole Sorten, sehr coole Etiketten. Interessant, dass das alles auch so hochprozentig ist. Da wird auf jeden Fall ein Video folgen, wenn wir das tasten. Und Dankeschön, dass du mir da am Geburtstag noch eine Freude gemacht hast. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.